Ja, war ganz cool. Und wie ich hier lese, können wir uns manchmal etwas. Was denn jetzt? Entseelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Okay, sofort. Bücherregal, das Buch der Kreise. Loredas Grundsätze. Ja, von Franda Hünding. Und so, mein Gläubigen, bedanken wir. Gläubigen, bedanken wir am Loredas die Leitsätze des Meisters. Bringt eurem Gegner bei falsch zu reagieren. Die schlechteste Handlung mit Nachdruck auszuführen ist besser als die beste Handlung, die zögernd auszuführen wird. Ein Stoß ist elegant und ein Hieb ist kraftvoll, aber manchmal ist ein Kopfstoß die richtige Handlung. Die hohe Abwehr eignet sich am besten gegen Finten und Kreuzschläge, aber passt auf eure unteren Gliedmaßen auf. Nicht das Schwert eures Gegners ist euer Feind. Achtet auf euren Gegner, nicht auf sein Schwert. Es ist entscheidend, dass ihr die 8 grundlegenden Hiebe perfekt beherrscht, auch wenn ihr sie nie im Kampf anwenden werdet. Eine geschlossene Linie ist nicht offen. So. Und noch eine Truhe. Irgendein Sternmetall. Was haben wir hier? Dietrich und Korund. Was haben wir hier? Buch. Rang 2 beim Meuchelmord erreicht. Okay. Chemieflasche. Was haben wir hier noch? Getränk. Brot. Getränk. So. Was haben wir hier? Eisenhetzen. Sprechen wir mal mit dem Johnny. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt der Industrie, wo die Leute unter dem Mantel von Andeutungen und Schmeicheleien Ränke und Intrigen schmieden. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen, ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris, ihr mutiges Opfer, zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Cool. Ihr haltet. Versiegelte Urne. Okay, Quest abschließen. Schon gut. Ich spüre eure Unsicherheit. Eine Düsternis drückt auf euren Geist, die eure Verzweiflung nur vertieft. Keine Angst. Die Wurzeln des Mundus sind stark. Und wir sind die Blätter, die das Sonnenlicht einfangen. Okay, wann werden wir uns mit einem. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Okay, Quest abschließen. Gut, Entseelter. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl lenkt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Wohin soll ich gehen? Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Erforscht ihn. Sucht nach einer Sache, die ihr unterstützen könnt. Schließt euch anderen an. Vielleicht wollt ihr sogar jene aufsuchen, die euch aus dem Meer gefischt haben. Die Entscheidung liegt bei euch. Glaubt ihr, es gibt viele, die meine Hilfe brauchen könnten? Wem sollte ich mich anschließen? Wie finde ich die Person, die mich aus dem Meer gerettet hat? In der Tat. Ich spüre, dass in diesem Augenblick ganz in eurer Nähe gute Leute in großer Gefahr schweben.
Sie brauchen eure Unterstützung, so ihr denn bereit seid, sie ihnen zu gewähren. Um dem Willen Molag Bals entgegenzuwirken, müssen wir uns dem Bösen stellen, wo immer es auch sein hässliches Haupt erhebt. Und es gibt noch andere, die sich mir hierbei anschließen werden. Wir müssen uns diesen schweren Zeiten nicht ganz allein stellen. Viele werden sich erheben, um sich dieser Flut der Finsternis entgegenzustellen. Wohin ihr auch geht, werdet ihr anderen begegnen, die ebenso mutig und tapfer sind wie ihr. Helft ihnen, wenn ihr könnt, und nehmt ihre Hilfe an, wann immer ihr sie braucht. Alles klar. Ich weiß nur, dass ihr aus dem Meer gefischt und an Bord eines Schiffes gezogen wurdet. Man hat euch seitdem in eine größere Stadt gebracht. Ich würde vorschlagen, dass ihr die Docks der Stadt besucht. Dort werdet ihr jemanden finden, der euch an jene verweisen kann, denen ihr eure Rettung zu verdanken habt. Danke. So, dann wollen wir mal. Dolchsturz. Was ist denn hier los? Alle voll Blick und so. Hey, ihr seid am Leben. Ja, woher weißt du das? Wieder auf den Beinen, was? Kenn ich euch? Ihr seid doch der, den man aus dem Wasser gefischt hat. Kapitän Kalin fand euch in der Iliak-Bucht treibend. Sie meinte, ich solle euch vorbeischicken, falls ihr aufwacht und einigermaßen bei euch seid. Aber ich halte euch nicht auf, wenn ihr lieber davonlaufen wollt. Wo ist Captain Kalin? Sie ist in Strauss Mackay und füllt ihre Mannschaft auf. Das Schiff hat genug Seeleute, um über Wasser zu bleiben, aber gerade ebenso. Sprecht mit ihrem Bootsmann Gilsier, wenn ihr mit anpacken wollt. Er ist an Deck. Dann spreche ich mal mit dem Bootsmann. Sehr nett. Was haben wir hier? Sieht echt sehr nice aus. Durchsturzwache. Einfaches Pferd. Ich bin recht beschäftigt. Seht ihr das? Wenn ihr ein Pferd braucht, können wir darüber reden. Wenn ihr plaudern wollt, dann sucht die Taverne auf. Ich möchte mich etwas in den Stallungen umsehen. Okay, da sind wir noch weit von entfernt. So ein Vieh zu holen. Was haben wir denn da? Neues Buch entdeckt. Jo, ist ja gar nicht so lang. So. Was für ein schöner Tag hier in Dolchsturz. Es gibt hier. In der Tat. Ich bin Molk, der Musikmacher. Ich bin ein Handwerker. Ich stelle wunderschöne Instrumente her. Ah, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ein Ork, der zierliche Instrumente baut, der eine Laute statt einer Axt trägt. Ihr müsst ein wahrer Musikfreund sein. Ich bin eigentlich kein sehr guter Musiker, aber ich bin ein guter Handwerker. Das sind sehr schöne Instrumente. Stehen sie zum Verkauf? Zum Verkauf? Zum Verkauf? Seid ihr verrückt geworden? Ich habe Jahre gebraucht, um diese Instrumente herzustellen. Jedes wurde liebevoll gefertigt. Ich habe die ganze Welt bereist, um das Holz und das Material für die Intarsien zu finden. Sie verkaufen? Das wäre, als ob ich meine eigenen Kinder verkaufen würde. Ihr müsst ein wahrer Musikfreund sein. Leb wohl. Sollen wir mal hier runterspringen? Lieber nicht. So. Jö, jö, jö. Wollen wir ein bisschen so rum? Okay. Bisschen mal hier umschauen. Honig. Ihr habt fremdes Eigentum gestohlen. Solltet ihr dabei beobachtet werden sein, wurde ein Kopfgeld auf euch ausgeschrieben. Die Wachen werden eure gestohlenen Gegenstände konfiszieren, sofern ihr nicht flieht.
haben wir denn hier? Euer Opfer kann euch sehen. So. Lug und Trug, Errungenschaft freigeschaltet, Beutelgreifer. So, das ist ein Jute anscheinend. Jo, gehen wir erstmal da runter. Mahlzeit. Ihr seid nicht mein Typ. Bringt das zurück, Dieb! Was? Was hat sie denn jetzt? Ist doch nicht mal beklaut oder so. So, dann wollen wir mal. Er reitet hier rum. Beklaut hier die Leute oder so. Ja, nichts Besonderes. Aber egal. Verborgen. So. Einfach mal mitnehmen. Da ist er. Sprech mit dem Bootsmann. Mit was kann ich dienen? Könnt ihr mir einen Überfahrt verschaffen? Ich muss Captain Kellen finden. Sie sollte schon wieder auf Strauss Mackay sein und sich eine neue Mannschaft besorgen. Ich kann euch dorthin bringen, wenn ihr wünscht. Dann bringt mich nach. Aber warum ist das rot? Sind wir dafür zu schwach? Ich weiß ja nicht. Mal schauen. Strauss Mackay. Sprech mit dem Bootsmann. Sprech mit Captain Kellen. Wo ist sie denn? Du. Was schießt er da? Die Ratte oder was? Dann wollen wir mal. Ich habe genug von dieser Insel, Kali. Ich sollte in Betnik. Wo ist sie denn? Da oben. Hallo. Schaut euch das an, Lambur. Unser beinahe ertrunkener Freund ist wieder bei Kräften. Ich war mir nicht sicher, ob ihr durchkommt. Ihr habt mich gerettet. Eigentlich habe ich euch nur aus dem Wasser gefischt. Meister Kassan hat euch wieder zum Atmen gebracht. Das Wichtigste ist, dass ihr noch lebt. Aber wenn ihr euren Dank beweisen wollt, dann könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Hilfe, wobei? Einen Auftrag. Alle, die dabei sind, werden reich. Ich brauche jetzt nur ein neues Gesicht. Jemanden, den der Anführer und brutalste Schlechter vor Ort, Oberhaupt Bosek, nicht kennt und nicht aufhalten wird. Es geht im Grunde nur darum, dass ihr die Leute anwerbt, die ich brauche. Dann bekommt ihr auch einen Anteil. Habt ihr Interesse? Nun gut, ich werde euch helfen. Ja, komm. Die drei Leute, die ich brauche, sind Lerissa die Gerissene, Jakan und Neramu. Alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen. Erzähl mir von Jakan. Er ist ein Dieb, aber nicht irgendeiner, sondern der Beste, den es gibt. Er wäre eine große Hilfe bei dem Beutezug, den ich geplant